Hallo, herzlich willkommen zurück, Leute, auf einem neuen Kanal, genau. Auf einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Ich bin Chris aka Liam Sinister und wie ihr schon seht, spielen wir heute Stardew Valley. Ein Spiel, das vor 6 oder 7 Monaten einen ziemlich großen Hype ausgelöst hat. Und ja, ich befand es einfach als spielenswert und ja, lange Rede, kurzer Sinn, damit beginnen wir auf unserer Reise in den schönen Stardew Valley. Naja, zunächst beginnen wir natürlich mit unserer Charaktererstellung. Oh, upsala. Es kann sein, dass ich gerade mit der hier ein bisschen faile, weil ich erkenne kaum etwas, weil mein Mikrofon einfach im Weg steht und es so riesig ist. Farmname. Wie nennen wir mal unsere Farm? Hollow's Edge? Da kommt, glaube ich, noch ein Apostroph rein. Naja, passt schon. Unseres liebstes Ding ist Gaming, natürlich. Okay, und wir lieben natürlich Hunde. Also ich weiß nicht, ich mag Hunde definitiv mehr als Katzen. Ich bin einfach ein Hundemensch. Okay, Haare. da gibt es ja schon echt ausgefallene... Fuck, Alter, lass uns ein Saiyajin sein. Gibt schon sehr ausgefallene Dinge. Aber ich glaube... Ja, okay, die sieht ein bisschen komisch aus. Und das sind, glaube ich, Frauenfrisuren. Ja, sind definitiv Frauenfrisuren. Oha. Nein, sowas brauchen wir natürlich nicht. Und keine Sorge, wenn ihr die Maus gerade im Hintergrund ein bisschen hart klickern hört, das ist nicht so weit der Wild jetzt, weil wir werden das Spiel dann im Endeffekt eben mit Gamepad spielen. Oh, eine braune Jacke. Eine braune Jacke sieht gut aus, die sollten wir uns merken. Oh, das sieht natürlich noch schön aus mit schwarzem Unterteil. Ja, doch, so sieht's. Oh, Bärte. Bärte. Wir müssen mir. Bärte sind das Beste. Auch wenn das irgendwie in dieser Pixel-Einstellung sehen, diese Bärte echt. Alter. Eine Sonnenbrille, jawohl. Hat der eine Maske auf? Nee, ich würde schon sagen, so ein Vollbart passt am besten. Ich meine, ich habe ja auch ein Vollbart, jedenfalls behaupte ich, dass es ein Vollbart ist. Doch, aber wir lassen es. Die Jacke sieht schon ganz okay aus. Jetzt müssen wir uns natürlich eine Augenfarbe. Ich habe braune Augen, ich persönlich. Und deswegen denke ich mal, belassen wir das auch einfach dabei. Okay, das sind eher rote Augen jetzt, das sind graue. Sind das braune Augen? Das sind eher schwarze Augen. Ah, doch, so kann man das lassen. Haarfarbe. Nehme ich eher dunkle Haare, nicht graue Haare, sondern... Ja gut, das ist jetzt eher so ein Kastanie, ne? Doch, so ungefähr sieht meine Haarfarbe aus. Glaube ich zumindest. Ja, grün, genau. Geben wir uns grüne oder lila Haare. Ich finde die Melodie schon so schön am Anfang hier. Doch, ja gut, ich habe eher dunkle Haare, deswegen passt es. Unsere Hosenfarbe würde ich auch eher was Dunkles priorisieren. Ja, weil ich nämlich auch sehr oft dunkle Dinge trage, also fast noch mehr als irgendwas anderes. So ein bisschen bläulicher noch. Doch, ich glaube, ja, doch, das ist unser Charakter. Und wir nennen ihn mal nicht direkt Liam Sinister, sondern wir nennen ihn einfach Liam. Das Sinister ist eher sowas wie Nachname, von daher sollte das Ganze so passen. Liam, Hollow's Edge, falls Hollow so geschrieben wird. Das wird, glaube ich, mit A geschrieben, ne? Kann ich jetzt ein Apostroph noch reinbauen? Jawohl. Doch, Hollow's Edge.
damit beginnt unsere Reise. An meinen sehr besonderen Enkelsohn. Ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag erhältst. Nein, 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 öffne ihn jetzt. Habe Geduld. Und nun höre mir gut zu. Es wird ein Tag kommen, an dem du dich zerstört und erdrückt fühlst von den Lasten des modernen Lebens. Und dein jetzt noch so hell erleuchteter Geist wird sich einer immer wachsenden Leere, ja, einer inner wachsenden Leere begegnet fühlen. Und wenn dieser Tag geschieht, mein Sohn, dann wirst du bereit sein für dieses Geschenk. Und nun lass Großvater schlafen. XX Jahre später. Oh Gott. Oh Gott, eine große Firma. Also ich persönlich muss sagen, ich arbeite auch in einer sehr großen Firma, zwar nicht in diesem Stil, das jetzt terminated, nett. Zwar nicht in so einem Stil jetzt, dass da überall Rechner stehen und ich am Rumklickern bin, aber ich weiß ungefähr genau, wie der Typ sich gerade fühlt. Oh Gott. Aber was ist das? Der Umschlag unseres Großvaters. Lieber Liam, jetzt, da du das liest, musst du das dringende Bedürfnis für eine Veränderung spüren. Dasselbe geschah mir auch vor einer langen Zeit. Ich habe die Sicht verloren für das, was wirklich wichtig im Leben ist. Wirkliche Verbindung mit anderen Leuten und wirkliche Verbindung mit der Natur. Und so habe ich alles fallen gelassen und bin an einen Ort gezogen, zu dem ich wirklich gehöre. I have enclosed a deed to that place. Hollow's Edge Farm. Es liegt im kleinen Stardew Valley an der Südküste. Es ist der perfekte Platz, um ein neues Leben zu starten. Das war mein ganz besonders wertvolles Geschenk. Und nun gehört es dir. Ja, Opa, danke schön. Und ich weiß, du wirst die Ehre unseres Familiennamens tragen. Und ich wünsche dir viel Glück dabei. In Liebe, Großvater. PS, wenn Louis immer noch am Leben ist, sag dem alten Mann Hi. Würdest du das tun für mich? Und es tut mir leid, wenn ich hier ein paar Übersetzungsfehler oder da ein paar Übersetzungsfehler habe. Ich bin zwar relativ gut in Englisch, aber flüssig zu übersetzen ist dann schon ein bisschen etwas anderes. Also dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Ey, die Landschaft ist schön. Vor allem, es ist ein echt krasser Kontrast. Wenn man so sieht, wo er gerade gearbeitet hat und wo er jetzt so vorbeifährt. Mit diesen grünen Hügeln hinten dran. Oh Mann. Natürlich werden wir hier nicht skippen. Wie bist du denn unterwegs? Oh. Hallo, du musst Liam sein. Ich bin Robin, die örtliche Carpenter ist, glaube ich, Handwerker, ne? Der Bürgermeister Louis hat mich hierher geschickt, um dich abzufangen. Ich werde dir deinen Weg zu deinem neuen Zuhause zeigen. Und da geht es auch schon los. Die Farm ist genau gleich hier rechts, wenn du mir folgen würdest. Ja, ein bisschen verwuchert und überwachsen. Das ist Hollow's Edge. Genauso haben wir auch gerade reagiert. Was ist denn das Problem? Ja, es ist ein bisschen überwachsen und... Aber ich vermute mal, dass gute Erde unter all diesem Unrat liegt, also ja. Mit ein bisschen Anstrengung wird es in 0, nichts wieder sauber sein.
Und ja, hier haben wir ein neues Zuhause. Wer ist der Typ? Ah, der neue Farmer. Willkommen, ich bin Louis, der Bürgermeister von Pelikanstadt. Du weißt, jeder hier fragt schon nach dir? Weißt du, es ist nichts Alltägliches, dass hier jemand herzieht. Es ist schon eine verdammt große Sache für unsere kleine Stadt. So, du ziehst also in deines alten Großvaters Hütte. Es ist ein gutes Haus, sehr rustikal. Rustikal? Das ist auch eine Art, es auszudrücken. Krusty? Krustig? Würde es mehr treffen? Ja, wie gemein! Hör nicht auf sie, Liam. Sie versucht nur, hier ein bisschen Mistgunst zu sehen, damit du Sachen von ihr kaufst, zum Beispiel Haus-Upgrades und dergleichen. Was? Ja, wie auch immer, du musst sehr ermüdet sein von der langen Reise. Wir sollten dir etwas Ruhe gönnen. Ja, morgen wirst du dich aufmachen und die Stadt erkunden und dich am besten selbst allen Leuten vorstellen. Die Leute aus der Stadt würden das sehr beglückwünschen. Es würde sie freuen. Freuen würde sie. Appreciate. Thanks, man. Oh, und fast hätte ich es vergessen. Wenn du irgendetwas zu verkaufen hast, dann platziere es doch einfach in dieser Box da drüben. Ich werde über die Nacht kommen und es dann einsammeln. Okay, viel Glück. Der Typ kommt über Nacht zu uns und... Ja, das ist ein sehr, sehr guter Moment. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir schon Hühner haben. Ja, gut. Das brauchen wir jetzt nicht, weil wir ja mit Gamepad spielen. Wow, wir haben Parsnip-Seeds. Du hast 15 Parsnip-Seeds erhalten. Hier ist ein bisschen was für den Anfang. Bürgermeister Louis. Dankeschön, Louis. Schauen wir erstmal. Ich meine, wir ziehen gerade aus der Stadt irgendwo aufs Land. Also sollten wir erstmal mit Fernsehen anfangen. Willkommen zu Caso 5. Ihre Nummer 1, Source. Ihre Nummer 1 Quelle für das Wetter, Nachrichten und Entertainment. Und nun das die Wettervoraussage für morgen. Es wird ein sehr klarer und schöner sonniger Tag werden. Gut. Fortune Teller. Jemand, der uns die Zukunft hervorsagt. Oh. Ich sehe ein Glitzern in meinem kleinen Scrying-Kugel. Eine Scherbe des Knowledge from the Future. Ach. Okay, ich übersetze das Ganze nochmal. Ich habe gerade echt den Faden verloren. Oh, ich sehe ein Glitzern in meiner Glaskugel. Eine Scherbe der Weisheit von der Future. Ja, gut, lassen wir das einfach. Beruhen wir das mal auf sich. Die Geister fühlen sich heute neutral. Der Tag liegt also in deiner Hand. Okay, cool. Living of the Land. Willkommen zu Living of the Land. Wir sind zurück mit einem anderen Tipp für euch alle. Nun hört gut zu. Das ist für all die Neuanfänger da draußen. Erntet Holz und sucht nach wilden Früchten, um ein bisschen Geld zu bekommen, während ihr auf eure erste Ernte wartet. Oh Gott, ich fehle so brutal hier mit den Übersetzungen, aber naja, ich würde sagen, zum Beginn räumen wir hier einfach mal ein bisschen auf. Fiber, sehr schön. Und irgendwelche Samen aus der Natur, die wir dringend benutzen sollten. Ja, ich habe keine Ahnung, wie groß das Grundstück jetzt ist, aber gut. Schauen wir einfach mal nach.
Naja, okay, ich darf mal nicht lügen. Eigentlich weiß ich ganz genau, wie groß das Grundstück ist, weil ich das Spiel nämlich privat schon auch ein bisschen gespielt habe und... Ja, ich will euch ja nicht etwas vorlügen und deswegen sage ich es einfach. Also ich habe schon ein bisschen selbst gespielt. Also ich weiß ungefähr, was so die ersten paar Stunden passiert, wobei... Das ist ja nicht so schlimm jetzt. Wir werden hier als allererstes mal ein bisschen Ordnung sorgen und ich glaube später, dann gehen wir irgendwann in die Stadt. Weil wir sollen uns ja heute noch den Leuten vorstellen, das hat der Major Louis so gesagt. Ja. Schon sehr spannend hier in der ersten Folge erstmal wild durcheinander alles zu ernten, was hier so rumliegt, aber gut, aller Anfang ist schwer. Ich meine, das haben wir auch bei Darkest Dungeon gesehen. Wobei das Spiel immer noch schwer ist, also von daher machen wir uns mal nichts vor. Ich würde sagen, bis um 10 Uhr, ja 10 Uhr klingt eine gute Zeit, werden wir jetzt einfach mal hier wild uns durch die Gegend ernten und schauen, dass alles passt und danach denke ich, dann machen wir uns auf in die Stadt. Ich weiß gar nicht, wie lang sind es immer 10 Sekunden? Ich vermute es mal, ich habe keine Ahnung. Vor allem unser Inventar ist auch ziemlich klein, darauf sollten wir vielleicht auch... Wobei? Doch, unser Inventar besteht nur aus dieser einen Leiste. Also sollten wir aufpassen, was wir so sammeln. Wobei, am Anfang können wir eigentlich noch alles gebrauchen, von daher Steine, Kohle. Kohle, sehr schön. Jetzt kann ich endlich mal sagen, ich habe auf meinem YouTube-Channel auch Kohle verdient. Sorry, der muss jetzt einfach sein, von daher alles gut. Mir geht's gut. Oha, es ist schon 10 Uhr und wir haben noch gar nicht mal so viel jetzt eigentlich hier aufgeräumt, ne? Nun gut. Ich glaube aber, bevor wir jetzt unbedingt in die Stadt losmachen, sollten wir noch eine Kiste bauen. Ja, es gibt Kisten, in denen wir Dinge verstauen können. Schöne Dinge, Dinge, die wir hier auf unserer Farm finden. Und ich glaube, das machen wir auch. Jetzt muss ich nur wieder mal... Danke, hau einfach 12-mal daneben. Ich muss natürlich erst wieder herausfinden, wie das Crafting-System dann im Endeffekt funktioniert und ja, ihr seht ja, ich fehle schon bei der Übersetzung, wobei ich echt sagen muss, es ist viel leichter, es für sich selbst im Kopf zu übersetzen und dann vor allem auch zu verstehen, was die Person meint, anstatt es dann wirklich in einen vernünftigen deutschen Satz zu packen. Also das, da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rumfehlen, aber bitte verzeiht es mir einfach. Oh. Wir fangen an, uns erschöpft zu fühlen. Okay, und schon... Okay, wir sind komplett gedamaged. Schön. Verdammt, geil. Ja, scheiße. Werden wir uns... Nein, wir werden uns jetzt nicht die ganze Zeit so bewegen, oder? Und verdammt, der Stuhl sei endlich ruhig. Ja. Man muss schon sagen, also für jemanden, der gerade erst hierher gezogen ist, kann ich mir schon vorstellen, dass sich das ziemlich krass anfühlen muss, das allererste Mal an hier. Also praktisch, ihr versteht, was ich meine. Für einen Stadtjungen dann den ersten harten Tag in der freien Wildbahn, wollte ich gerade sagen. Nein, für einen Stadtmenschen das erste Mal wirklich so krass dann im Dorf zu sein, stelle ich mir schon hart vor. Gut, packen wir erstmal so ein paar Sachen rein. Unsere paar Snip-Seeds. Weil viel mehr werden wir heute... Okay, wir müssen... Also ich hätte diesen einen Baum nicht mehr abhalten sollen. Wir müssen jetzt komplett gedamaged hier rumlaufen. Ah, Gott. Haben wir Geld? Ja, wir haben Geld. Das heißt, wir machen uns erstmal in die Stadt wenigstens irgendeine Kleinigkeit zu essen suchend. Um dann eben wenigstens so... Wie sagt man, zu 2% etwas tun zu können.
Weil in der Stadt werden wir uns dann erstmal etwas zu essen besorgen. Mit dem Essen werden wir dann hoffentlich mehr Möglichkeiten haben, uns wieder frei bewegen zu können.